Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück bei Geralt und dem unvermeidbaren Alwin. Wir waren ja zuletzt hier in dieser Gruft, haben zwar ein mächtiges Monster besiegt, aber was wir dort nicht gefunden haben, ist dieser Elfen-Hinterlassenschaft über die Rüstung oder ein Rüstungsteil selbst. Eine Sache ist mir noch eingefallen, deswegen gehe ich nochmal runter. Und zwar gibt es ja ein Element in der Gruft, mit dem wir noch nicht interagiert haben, aus rollenspielerischen Gründen, nämlich... Okay, da sind schon wieder Alps, okay. Nämlich von den kleinen, ich nenne sie mal Gartenzwergen, dieser Altar. Vielleicht bewirkt das ja was, wenn wir der Schrein der Griggs, wenn wir da irgendwas tun. Die sind ja irgendwie putzig. So, wir nehmen mal dieses Katzenreitgeschirr, das wir eigentlich gar nichts mehr brauchen. Ich würde jetzt ihn gerne hier ein bisschen Schnaps lassen, das hat ihnen ja gut gefallen. Aber bei diesem Altar kann ich leider nichts ablegen. So, aber ihr... Okay. Die Griggs machen nichts, oder? Kann ich sie irgendwie hier... Führen sie mich irgendwo hin? Sie sind ja irgendwie putzig, oder? Das sieht schon sehr skurril. Nee, sie laufen nur von mir weg, aber sie machen nichts. Ja, Leute, dann hat sich das erledigt. Dann war das eine Idee. Der bin ich nochmal gefolgt. Warte mal, was ist da hinten eigentlich? An der Wand... Waren wir hier schon? Was ist hier mit dir? Art funktioniert nicht mehr, doch. Eben habe ich da so ein ganz, so eine Art Symbol an der Wand gesehen, aber das ist Quatsch. Ja, das war eine grafische Störung oder auch eine Halluzination von mir. Da war nichts. So, ich muss mich kurz orientieren. Hier müssen wir zurück. Die müssen wir noch erledigen. Was ist mit dir los? Geralt kann kein Art mehr, ist ja schrecklich. Okay, hier war der Ausgang. Ja, beim Rest wird dann auch nichts Neues mehr sein. Ja, es war ein Versuch wert, Leute. Ja, immerhin, wir haben dieses Katzenzaumzeug. Wir werden das, wenn wir jetzt sowieso schon zu Abigail gehen müssen, können wir das ja auch nochmal anbieten. Vielleicht ergibt sich daraus nochmal was. Ansonsten ist das genau unser nächstes Ziel. Und ich glaube, wir müssen hier runter. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich glaube, das ist der Weg. Genau, der Weg zurück zum Dorf. Das ist das nächste Ziel. Denn Abigail hat vielleicht eine Ahnung, wie wir mit der Mittagsbraut, die da oben noch rumgeistert, ja, vielleicht doch noch irgendwie verfahren können. Der Spiegel hat ja nicht gereicht. Vielleicht weiß sie mehr. Übrigens, wir haben ja jetzt hier... das Amulett an. Deswegen greifen die uns nicht mehr an, die Mittagserscheinungen. Hallo, sie schöne Frau. Sie ignorieren uns jetzt. Das ist aber okay. Das ist gut so. Können wir unbeschwert durchlaufen. Also, auf ins Dorf, beziehungsweise erstmal ins Gasthaus da hinten. Geht es in die Richtung. Lassen wir einfach mal Gruft sein. Die Gruftsorgen lassen wir hinter uns. Wir haben Besseres zu tun, als nach so einer alten, angestaubten Rüstung hinterher zu laufen. Okay, hier links geht's zum Gasthaus. Dass Abigail hier nochmal wirklich so eine große Rolle spielt, erstaunlich. Aber auch irgendwie hübsch. Wobei sie immer noch... Ich hätte gern einen Happen. Mir eine relativ suspekte Person ist, ehrlich gesagt. So, Abigail. Zwei Dinge. Ich habe das Katzenzaumzeug, das du wahrscheinlich nicht mehr brauchen wirst. Und ich habe eine Frage. Ihr? Okay, das mit dem Zaumzeug... das können wir hier nicht anbringen. Aber wartet mal, wir können noch ein bisschen was verkaufen, glaube ich. Sie nimmt zum Beispiel die Wolfspelze hervorragend. Und sie nimmt auch die Flatterfangzähne. Sehr schön. Und wisst ihr was? Ich mache hier sogar mal einen harten Schnitt. Ich werde bei ihr nochmal ein bisschen Alchemie verkaufen. Das, was wir nicht benötigen. Bis gleich. So, das hat auch sogar nochmal gutes Geld gebracht. Wir sind jetzt bei 1200, aber... Wir wollen jetzt mit ihr über die Mittagsbraut reden. Ich brauche eure Hilfe in einer Angelegenheit seelischer Natur.
Ihr könnt mir vertrauen. Ich weiß nicht, wie man Alinas Seele ins Jenseits schicken kann. Das eitle Weibsbild? Sie gelangte in den Besitz eines seltenen und mächtigen Spiegels Nihalenyas, der einst Orakeln und Propheten diente. Das kennen wir schon. Danke. Alina befragte ihren Spiegel sehr häufig. Der Spiegel machte Alina Freude. Aber sie glaubt, sie sei noch am Leben und bereitet sich auf ihre Hochzeit vor. Verlorene Seelen der Toten sind viel feinsinniger als die der Lebenden. Poesie dürfte sie überzeugen und lange genug fesseln, damit sie ihre verdammte Schwester sieht. Rittersporn wäre perfekt dafür. Viel Glück, Hexer. Okay, jetzt kommt Poesie ins Spiel und Rittersporn, den wir überzeugen müssen, einer Toten, einer Erscheinung, ein Lied zu singen. Das klingt nach einer interessanten Geschichte. Habe ich das richtig verstanden? Rittersporn soll so lange spielen, dass sie quasi bis zur Nacht bleibt und ihre Schwester sieht, die ja keine Mittagserscheinung ist, sondern so eine Nachterscheinung. Interessanter Plan. Dann wollen wir mal gucken, was Rittersporn dazu sagt. Hier steht er auch direkt schon. Geralt? Ich brauche eure Hilfe. Gut, raus damit. Ich brauche ein Gedicht, eine Ballade. Kein Problem. Aber wenn ich es richtig machen soll, muss ich wissen, für wen. Alina. Soll sie nicht übermorgen heiraten? Nicht mehr. Also, worüber soll ich schreiben? Über den Tod, Rittersporn. Alina ist tot und ihr Geist wandelt tagsüber auf den Feldern umher. Wir müssen ihr irgendwie begreiflich machen, dass sie nicht mehr zu den Lebenden gehört. Das ist kein alltäglicher Auftrag. Aber schließlich bin ich Profi. Gibt es irgendwelche Vorgaben? Provoziert sie nicht und keine Witze. Sie ist gefährlich. Ich brauche Zeit. Ihr habt Zeit bis Sonnenuntergang. Trefft euch vor Einbruch der Dämmerung auf den Feldern mit mir. Okay, gut, das ist doch mal ein Plan. Ich treffe mich am Abend mit Rittersporn. Gucken wir uns das nochmal an. Also, Rittersporn hat sich bereit erklärt, bis zur Abenddämmerung für die Mittagserscheinung zu singen. Wir treffen uns am Abend in den Feldern beim Himbeerstrauch. Was meint Abend? Es ist jetzt schon 16 Uhr. So viel Zeit bleibt nicht. Aber ich denke, Zeit genug, um ins Dorf zu laufen und dort unsere Belohnung abzuholen. Und vielleicht auch noch Zeit genug, um zu den Elfen zu laufen und ihnen endlich das Brot zu bringen. Tja, wie rum um diesen Hügel? Wo ist es schneller? Ich glaube, wenn man zum Probst will, ist es linksrum schneller. So, mal schauen, ob er hier ist. Und mal schauen, was wir bekommen. Als Belohnung. Bestientöter? Habt ihr Arbeit für ein... Eine Kreatur? Gibt es... Bring... Hier ist der Zemetauer aus der Gruft. Ich habe genug Beweise gesehen. Hier sind eure 800 Orens. 800? Wow. Lebt wohl. Großartig. Ich werde alt. Ja, wunderbar. Dann haben wir in kürzester Zeit wieder eine stattliche Summe zusammen. Über 2000 Orens. Mit denen wir im Moment tatsächlich gar nichts so richtig anfangen können. Okay, was machst du hier? Gymnastik. So, pass auf. Wir haben immer noch die kleine Axt. Die kann ich direkt auch nochmal schnell verkaufen. Und dann geht's zu den Elfen. Ein Kunde! Gibt auch nochmal 80. Sehr schön. Hast du... Ja, normale Malmsteine nehmen wir gerne, wobei ich sie gerade aktuell, glaube ich, gar nicht aufgezogen ist das falsche Wort, ihr wisst, was ich meine, genutzt habe. Aber ich habe das Gefühl, derzeit stehen auch keine Kämpfe an. Sicher nicht mit den Elfen, zu denen wir jetzt laufen werden. Hui. Ich hoffe, sie sind noch nicht verhungert, aber wer Brötchen ausschlägt, dem
scheint es noch nicht ganz so schlecht zu gehen, würde ich mal behaupten. Ich gucke jetzt, sag mal, haben wir hier auf dieser Karte möglicherweise auch noch was übersehen? Ort der Macht, Lagerfeuer. Die Gruft kennen wir. Ich meine, da könnte ich auch noch mal reingehen. Und bei den Elfen selbst? Ja, vielleicht lohnt es sich noch mal bei den Elfen selbst dort in diese Höhle zu gucken. Es kann nämlich sein, dass wir dort erst drin waren. Genau, wir waren dort drin, bevor wir mit dem Elfenhandwerker gesprochen haben. Das könnte noch ganz interessant sein. Das versuchen wir gleich nochmal. Aber erstmal geben wir das Brot. Wann hat das alles nur ein Ende? Tuvil. Ja? Ich habe Brot für euch. Schön, dass ihr unser Vertrauen nicht enttäuscht habt. Ja gut, wir werden hier nicht um 4 oder 5 Leibe feilschen mit 2000 Ohrens in der Tasche. Hier sind eure 5 Leibe. Ich danke euch. In Augenblicken wie diesen glaube ich wieder daran, dass wir diese sinnlose Spirale des Hasses beenden und einander vorbehaltlos akzeptieren können. Das hast du schön gesagt. Okay, wir sind direkt nochmal eine Stufe aufgestiegen. Kann das sein? Dass wir jetzt schon 2 Stufen offen haben? Ich bin mir nicht ganz sicher. So, ich gehe jetzt nochmal in die Höhle rein. Und schaue mich hier nochmal um. Aber hier hat sich nichts verändert, ne. Ich werde auch nochmal mit dem Handwerker sprechen. Hier geht es auch nicht weiter. Nee, alles klar. Diese Höhle ist in gewisser Weise merkwürdig. Warum? Also, klar, hier wohnen sie, ne? Aber wofür ist sie eigentlich wichtig? Also, warum können wir da durchlaufen? Aber das sind Fragen, die sind natürlich jetzt rein aus Spielersicht gestellt. Deswegen vergesse ich sie auch gleich wieder. Lieber Elfenhandwerker, kannst du mir nochmal was Genaueres sagen? Ja? Das haben wir alles schon diskutiert. Da kommt nichts mehr Neues. Na gut, dann ist es eben so. Okay, Leute, wir haben es. Wann hat das alles nur ein 17 Ende? Uhr. So. Ich glaube, von hier aus kommen wir schneller zu den Feldern, wenn wir dort durchlaufen. Und jetzt ist bloß die Frage: Wann hat das alles, was meint jetzt eigentlich Abenddämmerung? Wölfe sind hier noch. Sind hier auch Griggs? Habe ich eben Griggs gehört? Ja, die Wölfe können wir auch mal in Ruhe lassen. So, aber wo ist der Durchgang? Da, Straße zu den Feldern. Aber das ist dahinter. Wir haben es. Oh Gott, Alvin schon wieder. Hier. Okay. So, wir sollten uns ja entweder hier treffen. Ich weiß gar nicht. Haben wir jetzt einen genauen Punkt vereinbart? Gilt jetzt 17 Uhr schon als Abenddämmerung? Ansonsten gehen wir einfach ans Feuer und verbessern uns ein bisschen und warten dort auf den guten Rittersporn. Ich denke, so machen wir das. Na, wir gucken mal. Wir gehen mal hoch. Ah, die Mittagsbraut ist noch da. Vielleicht ist er auch schon da. Nee, er ist noch nicht da. Okay, aber immerhin, sie ist friedlich, das ist gut. Dann hier, ich meine, hier war irgendwo in der Nähe, da war ein Lagerfeuer. Das nutzen wir. Wir werden noch eine Stunde meditieren. Uns in dieser Stunde verbessern und dann ist er vielleicht schon da. Okay, aber dazu brauchen wir natürlich Feuer. Achtung, Alvin, geh mal ein bisschen weg. Oh mein Gott, er hat es voll abbekommen. Ach, das ist das Feuer. Ich dachte, das hier ist das Feuer. Das ist natürlich Quatsch. So, neue Talente erworben. Ich gucke mir das... 341. Zum ersten Mal ein Goldtalent. Es war mir doch so. Wir haben 2 Stufen auf einmal hier relativ schnell gemacht. Ich gucke mir das erstmal genau an und dann erzähle ich euch, was ich machen werde. So, was mache ich also? Wir haben 3 Bronze-Talente, die wir irgendwie noch so vergeben. Stärke gehe ich mal hier auf Schwips. Also, wenn wir
Alkohol getrunken haben, dann sind wir da, haben wir da ein paar Vorteile. Dann bei schnellem Silber gibt es noch was, was ich hier noch dazu nehme. Bedrohlich 2. Und bei starkem Stahl habe ich auch noch was gefunden. Blutige Wut. Das sind alles Dinge, die nur in bestimmten Konstellationen relevant sind. Aber Bronze ist jetzt eh nicht mehr so richtig wichtig. 4 Silbertalente. Und jetzt mache ich Folgendes. Wir werden sowohl Art auf Stufe 4 Silber bringen, als auch Igni auf Stufe 4 Silber. Mit den beiden anderen Silbertalenten gehe ich bei Stärke auf Steinhaut, Rüstung plus 5 und auf Aggression, Schaden plus 10%. Und mit dem Goldtalent, ja, werde ich tatsächlich Stärke erhöhen auf Stufe 5. Nochmal 20% Schaden, 10% Parieren, 150 Vitalität und Resistenzen. Und damit werden wir eine Stunde meditieren. Und dann gucken wir mal, ob dann schon die Abenddämmerung gekommen ist. Ja, es sieht zumindest so aus. Aber die Mittagsbraut steht dort noch ganz alleine. Ich meine, vielleicht müssen wir sie auch ansprechen und dann taucht Rittersporn vielleicht irgendwo auf. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube es nicht. 18.30 Uhr ist es. Nee, kommt. Wir werden noch eine Stunde hier verbringen. Das ist auch so eine Sache, ne? Wenn man sich so verabredet zur Abenddämmerung. Ja, in den Zeiten, wo es noch keine richtige Uhr gab, musste man das so machen. Aber das führte dann offensichtlich dazu, dass auch Leute einfach mal so ein, zwei Stunden gewartet haben, weil es nicht ganz so klar zu bemessen war. So, jetzt sieht es doch aber wirklich nach Abenddämmerung aus. Die Mittagsbraut ist immer noch ganz alleine oben. Ich spreche sie einfach mal an. Mal gucken, wie sie reagiert. Die Sonne erschüttert die Erde. Das Getreide fällt vom Halm. Kommt mit mir, Wanderer. Kommt mit der Mittagserscheinung. Okay. Rittersporn, du könntest langsam mal... Oh, da kommt er. Ich habe ihn hier irgendwo gesehen. Komm, Rittersporn. Ah, sehr schön. Okay. Also, Abenddämmerung ist 20 Uhr. Gut. So, dann sprechen wir mal an. Geralt? Was macht das Gedicht? Können wir das nicht morgen machen? Zu spät. Ihr müsst improvisieren. Meister Rittersporn, ihr sollt zu meiner Hochzeit aufspielen. Werte Dame, Geralt und ich haben ein kurzes Gedicht für zwei Stimmen verfasst. Möchtet ihr es gerne hören? Was? Für zwei Stimmen? Oh, da hinten ist sie. Die Lippen versiegelt, die Augen leer, die Brust eiskalt. Sein Herz schlägt nicht mehr. Noch in dieser Welt, doch kein Teil mehr von ihr. Kein Bettler, kein Bote. Wer ist dieser Mann? Warte mal. Das war ein Rätsel an uns gerichtet. Ich habe jetzt nicht hundertprozentig auf den Wortlaut geachtet. Reimen würde sich der Tote, ne? Auf Bote? Hat er nicht Bote gesagt? Oh Leute, ich habe nicht richtig aufgepasst. Ich sag mal der Tote. Der Tote. Neues Leben entsteht, wo es Hoffnung gibt und Glück. Seine Seele erstrahlt, denn die Erinnerung vergisst ihn nicht. Der Tote kehrt ins Land seiner Jugend zurück und sucht der Liebsten Gesicht. Seine Brust hebt sich, bleibt jedoch kalt. Die Lippen geöffnet, ein Blick hat geglänzt, in die Welt zurückgekehrt, doch in des Todes Griff. Wer ist dieser Mann? Ein Gespenst. Hört auf! Hört auf! Selina hat mich getötet. Meine Seele wird erst Frieden finden, wenn ich gerecht bin. Ja, okay. Und wie rächen wir dich? Okay, Selina kommt. Alina, ich bin's. Selina. Wie du siehst, bist du gerecht worden.
Selina, gib nicht dir die Schuld. Ich weiß, du wolltest mich nicht töten. Ich bereue es so sehr. Aber es gibt Gerechtigkeit. Ich bin verdammt, bis ans Ende der Zeit nachts über die Felder zu wandeln. Vielleicht. Aber wenn wir den Fluch aufheben könnten, sehe ich keinen Grund, wieso wir nicht... Helft ihr mir, Hexe? Ich werde es versuchen. Warum habe ich Abigail gerettet? Waren ihre Ehre oder ihre Tugend in Gefahr? Nein. Weil das Gesetz gebrochen wurde? Nein. Habe ich das kleinere Übel gewählt? Nein. Der Geistliche und seine Schäfchen trafen eine Entscheidung. Ich bin ein Hexer. Ich richte nicht und ich strafe nicht. Ich löse die Probleme der Menschen nicht immer mit dem Schwert. Okay. Er verknüpft das interessanterweise nochmal mit der Abigail-Geschichte. Okay, die Mittagsbrot verschwindet. Die Nachterscheinung. Ist die Sache jetzt mehr oder minder geklärt? Wo geht sie denn jetzt hin? Das würde mich interessieren. Geht sie in die Mühle? Das können wir mal kurz beobachten, beziehungsweise gucken erstmal kurz. Rittersporn hat gute Arbeit geleistet. Besänftigt durch seine Lieder blieb die Mittagserscheinung bis zur Abenddämmerung und erfuhr, dass sie gerecht worden war. Wie romantisch, das wird Julian freuen. Tatsächlich. Okay, also im Tod haben die Schwestern sich mehr oder minder so ein bisschen versöhnt, wie mir scheint. Aber wo geht sie hin? Können wir sie nochmal ansprechen? Können wir nicht? Oh doch, sie spricht uns an. Wanderer, den wie mich der Wind umtreibt, warum stört ihr mich? Ich möchte euch helfen. Also ist zumindest einem mein Schicksal nicht gleichgültig. Was ist das? Ein Kranz aus Immortellen? Krönt mich damit, Weißhaariger. Befreit mich. Geht in Frieden, Selina. Ihr habt genug gelitten. Ja, wir haben ja diesen Kranz. Den würde ich ihr jetzt gerne geben, aber ich kann nicht interagieren mit ihr. Wir haben den ja schon. Das war ja unsere Wahl vom Einsiedler. Das war auch eine weise Wahl, wie sich herausstellt. Aber wie hat sie den jetzt? Wo haben wir den? Ist der weg? Haben wir den gegeben? Kranz der Immortellen. Das war genau das, was ich gewählt hatte. Und ich wusste nicht genau, was es damit auf sich hat. Aber es sieht so aus, als hätten wir den oben bei den Questgegenständen nicht mehr. Oder habe ich den etwa ins Lager getan? Könnte das der Fall sein? Ich bin unsicher, Leute. Naja, gut. Also geben können wir ihr jetzt nichts. Das ist soweit klar. Gut, vielleicht müssen wir auch erst zu Julian gehen und dann können wir sie möglicherweise retten. Das wäre eine Idee. Gut. In die Richtung müsste es zum Dorf gehen, ja. Könnte das hier tatsächlich noch einigermaßen friedlich ausgehen? Einigermaßen natürlich nur. Und was ist eigentlich mit Adam? Julian wollte sich, glaube ich, darum kümmern, ne? Na, wir werden sehen. Aber Rittersporn hat seine Sache tatsächlich gut gemacht. Außer natürlich, dass er uns da noch wieder mit reingezogen hat. Das hatte mich auch ein bisschen schockiert. Genau wie Geralt. Julian. Geralt? Ich habe für Alina getan, was ich konnte. Wie ist es passiert? Alinas Seele fand Frieden. Selina hingegen, ihr konnte ich leider nicht helfen. Na doch. Ab Dank, Geralt. Ich bin am Boden zerstört. Vor ein paar Tagen war ich ein glücklicher Mann, aber jetzt, ich weiß nicht. Vielleicht kehre ich nach Kovir zurück. Bleibt stehen! Okay.
Gut, wir haben eine Belohnung bekommen. Und zwar, was? Wurde uns das eben angezeigt? Ich habe gerade nichts gesehen. Vielleicht ein bisschen Geld, das kann gut sein. So, ich bin mir sicher, wir hatten diesen Immortellenkranz. Ich kann mir nicht... Ich glaube, das war ein Questgegenstand. Alabasterfigur. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass wir den noch nicht weggegeben haben. Aber schwören könnte ich es jetzt auch nicht. Ich weiß, wir haben den vom Einsiedler bekommen. Und wenn es ein Questgegenstand war, dann kann ich den auch eigentlich nicht weglegen. Oder? Pass auf, ich muss einfach nochmal aufs Nummer sicher gehen. Wir gucken nochmal beim Schankwirt. Kann ich euch helfen? Okay. Wo ist der Schankwirt? Ist der weg? Hat er seine Frau jetzt hier? Okay. Kann ich euch helfen? Ja, Zimmer? Habt ihr Zimmer frei? 5 Ohren. Ich pack. Ja, ich will an mein Lager. Wo ist denn der Schankwirt? Was ist denn jetzt hier los? Der ist mit dem Immortellenkranz abgehauen, oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Ist nachts der Okay. Gut, wo kann der sein? Ich gehe nochmal rein. Vielleicht ist er hier draußen unterwegs. Das muss die Nacht sein. Der hat Feierabend. Sie macht die Spätschicht, ganz eindeutig. Ja, wie ärgerlich. Aber dann muss sie mich doch auch ans Lager lassen. Das finde ich unerhört. Unerhört ist das. Wirt, kommt raus. Okay, alles klar. Das bringt nichts. Ja, schade. Schade. Was haben wir mit dem Immortellenkranz gemacht? Ich habe das doch nicht geträumt, dass wir den haben. Nun gut, okay, also das heißt, wir können jetzt erstmal nicht zurückkehren. Vielleicht klärt sich das noch auf. Dann ist jetzt eigentlich unser nächstes Ziel die Herren des Sees, meines Erachtens. Dort können wir die Gegenstände abgeben und über Berengars Entscheidung berichten. Ja, das sollten wir tun als nächstes. Also, bis dahin macht's gut, euer Steinballen.